Sorgen wir mit Autos. Aventador SVJ Roadster. Tauchst du in die Lambo-Geschichte ein? Bei dem Fahrzeug machen wir XPEL matt. Wenn du jetzt einfach den Belastungstest siehst, ja, nicht verwechseln. Steinschachschutzfolie schützt nicht vor Stein. Warum die Gummistiefel? Das ist nasses. Auf jeden Fall ist das einer von 800. Ja, Maxi ist romantisch. Ja. Ah, guten Tag. Versteckst du dich? Was, wer bist du denn? Achso, stimmt, kannst du ja das Fahren fast nicht mehr lesen, oder? Ja, du musst immer in die Wunde bohren, ne? Bist jetzt angekommen, ja, im Alter. Kurze Story dazu. Ich musste zum Sehtest. Das war nicht so gut. Na, also ich kriege jetzt auch eine Brille. Geil. Also das Problem ist, ich habe immer gedacht, du bist ein schöner Mensch. Das ist aber nur, weil ich mit dem einen Auge geguckt habe. Wenn ich hier mitgucke, dass ich jetzt schon das verschwommen ist. Also, also guckst du ja nie. Ja. So, herzlich willkommen. Mhm. Heute geht's mal komplett um Folie. Also wir machen heute, oder wir haben jetzt ein Fahrzeug da, wo das auch Sinn macht, das vielleicht auch zu machen. Haben wir hier schon einen Titel gelesen? Ja, habt ihr schon gelesen. Aventador SVJ. J. Roadster. Roadster. Gibt es jetzt nicht allzu viele, ich glaube 800 Stück von den Fahrzeugen. Und ein guter Freund und Kunde und langjähriger Kunde hat sich jetzt ein Auto zugelegt. Erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. Mhm. Also, der Schwerpunkt bei dem Auto ist, das Auto ist matt, hat übel viele Carbonteile. Übelst viele Kanten. Übelst viele Kanten, also mega viele Kanten. Und jetzt haben wir natürlich das Problem bei dem Auto, dass wenn du mit dem Ding einmal irgendwo eine Strecke jagst oder sowas, du zerballerst das Auto. Und gerade bei so matt lackierten Auto ist es natürlich so, das ist nicht wie ein normaler Lack, dass du einfach mal sagst, ich lackiere einfach einen Teil nach, sondern ich glaube, der Aufpreis von so einer Lackierung bei Lambo ist, glaube ich, knapp 20 Latten oder sowas. Ne? Und da hast du noch keine zerpickerten Carbon-Teile halt neu gemacht. Ja. Dementsprechend ein riesengroßes Thema aktuell hier bei uns auf dem Markt, also auf dem Markt allgemein auf dem Markt, ist ja das Thema Lackschutz, gerade bei so einem Fahrzeugen. Also das kannst du bei allen Autos machen, klar, aber bei so einem Auto lohnt sich natürlich richtig. Ja. Wir werden auf das Auto komplett, also voll verklebt, eine XP-Folie aufbringen. XP erklärt euch dann der David, der wird euch auch einiges mehr zu dem Auto, zu der Folierung erklären. Man muss dazu sagen, machen wir ja eigentlich schon lange so eine Steinschlagschutz. Wir machen die Stein, ja, da bin ich auch wieder ehrlich, wir machen eigentlich schon lange Lackschutz. Sehr, sehr lange Lackschutz, haben auch schon einige Fahrzeuge im Lackschutz gemacht. Aber die Werbung unserer Seite ist ganz schön zu kurz gekommen, weil wir eigentlich immer so viel zu tun hatten, dass wir eigentlich gar nicht so großartig damit geworben haben. Dadurch, dass das Thema jetzt aber gerade akut wird, akut in der Form von, wir haben jetzt den Aventador da, der Porsche GT3 RS, der wird auch in Lackschutz gemacht. Am besten, wir gucken uns mal bei dir, was da so Phase ist, gucken uns mal das Auto zusammen an und dann Philosophieren drüber. Oha. Du hast es schon gesehen, oder? Ja. Aber trotzdem gesehen. Immer wieder krass, wenn man hier reinkommt, so ein Auto hier stehen zu sehen. Oder was? Das ist wieder so ein Auto, wo du keine Euphorie für hast. Da steht auch noch Rare. Also ich finde das cool, ich würde es mir jetzt nicht holen. Ne? Also ich könnte es mir gar nicht holen, glaube ich. Und es ist schon geil. Also wenn du das Ding hier stehen hast, es ist schon ein wunderschönes Auto. Aber was sagst du zu der Farbe jetzt speziell? Stimmt, ich weiß nicht. Was sagst du zu der Farbe, David? Hm. Sieht krass im Auto aus, ich würde es aber nicht fahren. Ja, aber geile Farbe. Und hier kommen wir schon wieder zum Punkt. Das Auto, wie gesagt, ist komplett matt lackiert. Ihr seht ja, die David und Sabrina sind schon dabei, die Folie hier aufs Fahrzeug drauf zu bringen. Mhm. Das wird ja alles nass geklebt. Das erklärt euch auch dann der David. Dann machen wir mal Kratzertests. Das erklärt euch auch der David. Das wird nochmal interessant. Ja, vor allem, wenn du auf der Autobahn damit über 300 lang pflegst und da Steinschläge also, oder so. Also pass auf, sind wir einfach mal ehrlich. Du kannst ja eine Folie drauf machen, wie du willst. Wenn auf einmal so eine Rakete angeballert wird, dass die irgendwann durchfeuert, ist klar. Aber die ganzen normalen Steinschläge hält die Folie natürlich auch ab. Ja. Ich glaube, das Auto kann es gebrauchen, gerade so in dem Bereich, hier, wo du die Steine hochschmeißt. Und da hat man gestern schon gesehen, da waren hier überall Steine drin. Ja, ja. Nur von Rollen. Nur von Wänden, ne? Ja. Weil das Auto wurde ja schon einmal komplett, bevor Lambo das Ding ausgeliefert hat, das war ja irgendwie Vorführer gewesen, wurde das Auto schon einmal komplett wieder frisch gemacht. Ach so. Du tauschst einmal alles aus, bevor du das Auto kriegst. Ne? Wir machen das einfach mal so. Da ist David der Fachmann und erklärt da alles ein bisschen dazu, zu der ganzen Geschichte, weil XP und sowas alles, da bin ich jetzt nicht so. Hat auch heute sein bestes Schuhwerk an. Jetzt erklären wir, warum die Gummistiefel? Na, weil es nass ist. Weil du stehst aber unter dem Teil. Ja, wenn du jetzt hier alles voll genässt hast, die Folie ist nass, das Karosserie ist nass und du ragst es raus, dann fällst du prinzipiell auf die Füße. Und da hast du nasse Schuhe, nasse Füße, Hühnerauge, hallo. Oder Fußpilz. Oder Fußpilz. Okay. Brauchst du die Fußpilz, ne? So wird's. Jo. Tschüss. Das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Ich wollte es nicht klauen. Hallo David. Hi Bella, was geht ab? Ich hab hier einen kleinen Lambo stehen. Einen kleinen? Genau.
wie schon erwähnt, Lamborghini SVJ Aventador. Aventador SVJ in Bronze. Matt. Matt. Bei dem Fahrzeug machen wir XPEL matt. Und okay. Glanz, denn alles was Carbon Glanz ist, bleibt Carbon. Aber jetzt, siehst du, da habe ich jetzt sofort mal eine Frage. Wenn wir jetzt XPEL Glanz drauf machen würden, wie würde das dann aussehen? Würde das trotzdem matt wirken durch den Lack? Oder nein, das dann wird dann glänzen werden. Wir hätten dann quasi Bronze Glanz. Können wir nachher mal Glanzstück draufkleben und dann kann man den Unterschied zeigen. Also könntest du eigentlich aus einem matten Auto, Glanz doof gesagt, ein Glanzauto machen. Und aus einem glänzenden Auto kannst du auch matt machen. Geil. Genau, ist geil. So, ja, das machen wir. Im Endeffekt wird alles, was du hier glänzend siehst, quasi alles, was glänzend ist, bleibt glänzend, kriegt Schutzfolie und alles, was matt ist, kriegt quasi auch eine matte Schutzfolie. Also einmal komplett alles. Einmal komplett alles. XPEL, was ist das für die Leute, die es noch nicht wissen? XPEL ist quasi eine Marke von Schneiderschutzfolie. Mit Marktführer. Es gibt da Unterschiede. Es gibt auch welche von Avery, von Oracle, von 3M. Aber wir verwenden da XPEL, weil XPEL Schablon hat. Dass man quasi am Fahrzeug schneiden muss, ein Drum und dran. Sieht man dann später alles im Video. Ah, das ist ja kein normaler SVJ. Also ich weiß sowieso nicht. SVJ wird ja, ich weiß nicht, ob die immer limitiert sind, aber... Der ist, keine Ahnung, das kann ich auch nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist das einer von 800. Das ist schon mal selten, ja. Der Unterschied, damit man einfach mal den Unterschied sieht, weil wir ganz oft die Frage haben, was ist denn der Unterschied Sternschutzfolie, warum kann ich nicht normale Folie nehmen, was ist denn da so besonders dran? So viel Zeit das mal. Und zwar, das jetzt handelsübliche Folie. Das ist jetzt eine Avery Folie, seit mal schwarz. Wird man das mal zeigen können. So, die machen wir mal fest hier. So, wenn du jetzt einfach mal den Belastungstest siehst, ja, Schraubenzieher, handelsüblich, kaputt. Ja. So, dasselbe. Das ist jetzt die Steinschlagschutz. Das ist jetzt die XPEL Steinschutzfolie. Die matte Version, deswegen nicht wundern, warum die so matt aussieht. So, machen wir es mal hier fest. Das ist quasi nochmal genau dasselbe. Dasselbe quasi Schraubenzieher. Ja. Damit man jetzt nicht denken, ist was anderes. Oha. Ja, also ist schon wesentlich stabiler. Ja. Ja, also auch. Also ist die Folie auch. Wenn man die jetzt. Ja, also. Die kannst du wirklich strapazieren ohne Ende. Ah, die kannst du auch quasi nicht so dehnen, war. Also ist das denn zum Kleben eigentlich auch ein bisschen schwieriger, oder? Kleben ist auf jeden Fall schwieriger, weil die auch nass verklebst. Damit die halt, halt auch blasenfrei und alles drunter geht und drum und dran, das ist natürlich aufwendiger. Ja, quasi nass und du musst es dann trocknen lassen, du musst gewisse Kanten umlegen, gewisse Kanten nicht. Das zeigt man nachher auch nochmal, wie das dann quasi aussieht mit gewissen Stößen drum und dran. Genau, das ist quasi der Vorteil von XPEL, weil du halt diese Schablone hast und dann quasi entweder auf Kante legst oder gewisse Kanten umlegst. Das muss aber am Fahrzeug nicht schneiden. Gibt es für jedes Auto Schablonen? Fast jedes Fahrzeug. Ja. Geil. Ich sag mal hier so komplett Steinschlagschutz ist ja schon was Besonderes, oder? Weil ich denke mal, das Gängigste ist immer so der Frontbereich. Ja, genau. Gängigste. Also was viele Fahrzeuge machen, ist halt bei Leasingfahrzeugen, du hast jetzt ein neues Fahrzeug und hast halt keinen Bock jedes Jahr, gerade wenn du Vielfahrer bist, gibt da nur viele Leute, die fahren 30.000, 40.000 Kilometer im Jahr. Dann weißt du ja, wie die Front nach 20.000 Kilometern aussieht. Ja. Und mit der Steinschutzfolie hast du das eben nicht verwechseln. Steinschlagschutzfolie schützt nicht vor Stein. Das ist halt immer so der Trugschluss, den viele immer haben, weil dann sagen sie, ja, ich habe doch zwei, drei Steinschläge. Die Folie hat man ja gerade gesehen, hält schon einiges ab an Steinen. Ja? Also eine normale Folie, die geht natürlich kaputt. Und die hält das natürlich ab bei normaler Fahrt. Ne? Also natürlich, du kannst auch mit 200 Stein kassieren und das geht kaputt. Kann aber halt noch nicht. Da kannst du ja trotzdem eine Delle oder so reinkriegen. Genau, genau. Es geht da halt darum, dass der Lack im Endeffekt geschützt ist. Weil gerade jetzt bei diesen matten Fahrzeugen ist ja das Problem, jetzt hast du zum Beispiel hier, der Kotflügel hat jetzt einen Schaden bekommen. Dann kannst du nicht wie bei anderen Fahrzeugen nur den Kotflügel lackieren. Dann musst du das ganze Auto lackieren. Du musst im schlimmsten Fall das ganze Auto lackieren. Ja. Deswegen sagt man halt, pass auf, neues Fahrzeug, Steinschutzfolie. Also um uns zu zeigen, quasi der Schweller wird ja auch geschützt. Und jetzt sehen wir halt schon, das Auto wurde in einem Trailer angeliefert. Was verschlossen war. Der Trailer war quasi wirklich zu. So, jetzt haben wir schon gesehen, nur von der Fahrt vom in den Trailer rein, ein drum und dran, haben wir hier schon Steine drin liegen. Ja? Ja. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn das Auto fährt und der schmerzt damit über 200 km/h die Steine in den Schweller, wie der aussieht danach. Genau, das macht, weil die würden ja quasi direkt langfliegen, würden die alles kaputt machen. Ja. Und mit der Steinschutzfolie passiert das halt nicht. Aber das stelle ich mir trotzdem schwierig vor zum Folieren, weil du musst ja dann hier so rum musst und rein, ja. Ja. Boah, ja. Das ist schon aufwendig, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Deswegen, jetzt schon was anderes. Mach dich nackig. Ich mach mich nackig. Geil. Jetzt nochmal der Unterschied, damit man einfach mal sieht, was macht XPEL Glanz oder Steinschutzfolie Glanz zu Steinschlagschutzfolie in Matt. Jetzt haben wir ja gesagt, dass quasi auch aus einem matten Auto glänzend gemacht wird und aus glänzend matt. Jetzt machen wir aus diesem Bronze matt, mal glänzend, Bronze, glänzend. So. Ja. So, einfach mal für die Optik. Mal ganz provisorisch, wenn es mitmacht. So, jetzt haben wir quasi... Also natürlich nicht wie ein Metallic-Lack so, aber... Na schon, es muss jetzt nicht trocknen, das siehst du jetzt schon. Es bleibt quasi
Der komplette Metallic-Anteil, alles, was quasi im Lack ist, bleibt doch alles erhalten. Ja. Außer dass es halt nicht mehr matt ist. Ansonsten, wenn du Metallic drin hast oder irgendwas Besonderes, das ist siehst du halt ganz aus matt, ganz machen aus ganz matt. So, sieht man es halt. Ja. Stimmt. Du kannst vorher mit Lenz drauf. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Genau, und hast gleichzeitig noch einen Schutzeffekt. Ja. Mittlerweile gibt es jetzt, es fängt sogar schon an, dass es halt farbige Sternenschutzfolie gibt. Jetzt gibt es schon schwarz glänzend, selbstheilend. Na, quasi, wenn du jetzt schwarze Dächer hast, einen drum und dran, jeder kennt es, schwarz glänzend, quasi jetzt hier auch die Klavierlack-Sachen, dass man die quasi in schwarz glänzend Sternenschutzfolie von hier kann. Mhm. Das gibt es auch schon. So, ich habe schon auf diversen chinesischen Seiten gesehen, dass es auch quasi schon rot, blau, gelb und sowas gibt. Aber was heißt selbstheilend? Kratzer. Ach so. Kratzer gehen von alleine raus. Ach so, durch. Ich kann eine Drahtbürste holen, dann zeig mir das hier mal, wie das aussieht quasi. Auf dem Auto. Genau, auf dem Auto. Ich hole mal schnell Sternenschutzfolie. Also, na klar. Nee. Wenn es jetzt schief geht, haben wir ein Problem. Ja, das ist natürlich ganz normal, dass man mal auf einem Lambo mit einer Drahtbürste rumkratzt. Ja, genau. X-Pel, selbstheilend. Darum ging es ja. So, quasi Kratzer kann die Folie quasi selbst heilen. Im Sommer bei 30 Grad geht das von alleine. Im Winter müssen wir es dann mit warmem Wasser machen oder mit Föhn. Mhm. Das ist die glänzende Folie deswegen, weil man hier die Kratzer besser sieht. Auf der matten Folie kriegst du so gut wie keine Kratzer rein. Die Kratzer, die du reinmachst, siehst du nur ganz schwer. Mhm. Ganz schon mit der Kamera, das kriegst du schwer angefangen. Deswegen immer glänzend. So, ich nehme jetzt die Drahtbürste. So, und das ist eine handelsübliche Drahtbürste. Ja, ja. Ich tue dir mal auf der Hand weh. Ja, ja. Es ist sehr unangenehm. Ja? So, jetzt haben wir hier schon die Kratzer. Selbst auf der Kamera ist es schwierig einzufangen. Ja. Kriegst du halbwegs drauf. Warte mal, ich habe hier vorne, hier habe ich was im Licht. Ja, genau. So, bleib doch mal drauf. Ja. Nee. Das ist krass. So. Und das ist es halt, ja? Boah. So. Hast ja keine Kratzer drin. Das ist halt das Schöne. Da kannst du dann eigentlich beruhigt mal, keine Ahnung, durch den Busch fahren. Genau. So, damit man es jetzt halt so sieht. Die Folie ist nicht kaputt. Ja, siehst du, die wollte jetzt schon irgendwie kaputt gehen. Und hier siehst du es halt. Die Kratzer noch, sieht man sie? Ja. So, aber halt auf dem Lack. Auf dem Lack siehst du es halt. Genau. Darum geht es im Endeffekt. Im Endeffekt ist das halt nur ein cooles Zusatzgimmick, wenn man Glanzfolie hat, dass du halt auch keine Kratzer drin hast. Weil selbst wenn du jetzt ein glänzendes Auto hast, Schwarzglanz zum Beispiel, und du hast die Folie drauf und die wird irgendwann zerkratzt, wird es ja auch scheiße aussehen. Aber die selbst heilen, das Auto quasi immer aussieht wie frisch lackiert. Und wenn du doch mal einen größeren Zusammenschluss hattest mit irgendwas, dass quasi die Folie das abhält und dein Original geschützt ist. Weil es immer teurer ist, sag ich mal, wenn du jetzt einen kaputten Kotflügel hast, den halt neu zu lackieren für, keine Ahnung, 300-400 Euro, machst du lieber für 100 Euro so eine neue Folie. Habe ich jetzt eine Frage, wenn ich jetzt mein komplettes Auto mit Steinschlagschutzfolie foliert lassen habe jetzt bei euch und ich habe einen Unfall, Kotflügel muss getauscht werden. Ja. Wird das als Versicherung auch mit übernommen, weißt du? Die meisten Versicherungen machen das. Es gibt viele Versicherungen, die stellen sich auch schon bei normaler Folie quer und einen dran, selbst bei normalen Unfällen. Mhm. Das ist immer natürlich eine Versicherungssache. Da hat man aber schon viele Fälle, die es ohne Probleme übernommen haben. Ja. Es gibt natürlich auch mal Versicherungen, die sich dafür in der Beine stellen. Aber auf jeden Fall gibt es welche, die das definitiv, auch übernehmen. Definitiv. Na, weil normale Folie, weil das Auto muss immer so nach einem Unfall so einen Ursprungszustand versetzt werden, wie es halt vor dem Unfall war. So, wenn du quasi Folie auf dem Auto hattest, muss übernommen werden, logischerweise. Ja. Gibt es da ein Zertifikat eigentlich, wenn man die auf seinem Auto hat? Also ja, du kriegst auf jeden Fall eine Scheibe und einen Punkt dran, wo das quasi mit draufsteht. Ja. Mhm. Also. Cool. All inclusive, I was taught make no excuses. As a man, you can't be useless. Man up, cause these people ruthless. Hoes down, these thoughts clueless. Lobster Mac, I'm up at roof. Chris, from my tone, you peep the smoothness. In this world, you get the loot. Then your dreams is gonna be lucid. Fool me one time, shame on you. Second time, you gonna be foolish. All that BS for the birds, it come to me, I'm chucking deuces. I stay loyal to the soil, you never out here breaking truces. On this road, it's bumps and bruises. Either you move smart or stupid. Nike's on my feet, yeah. And I got a couple swooshes. We ain't have a choice really, it was either sports or music. Came up in that 90s gritty, that's why this so therapeutic. And you know the flow like fluid, leave a water boy ruined. Always under the influence, catch me fresh up in the newest. But I'm always round the fewest, brothers that I call my unit. G with my G's, cause you know them hundreds be the bluest. Niggas on some coward shit, always talking politics. Staying to ourselves, we've been proud of our accomplishments. Seen a lot of shit, but that don't mean I had to follow it. We in a different caliber.
but these niggas just some scavengers. Feeling like King Arthur when he grabbed the sword Excalibur. Always plan ahead, we've been looking at the calendar. Designated driver, but I'm sitting in the passenger. Stacking up our bread, we just watch the numbers adding up. I ain't gon' front, we gon' need a fucking ladder, bruh. All that shit don't matter, you can tell. Guten Morgen. Guten Morgen. Ein neuer Tag. Ein neuer Tag, ein paar Tage später als. Wann warst du hier? Montag und Dienstag warst du. Ja, genau. Genau, jetzt ist Freitag. Mittwoch haben wir angefangen zu verlieren. Heute ist Freitag. Wir sind soweit mit den mattbraunen Teilen soweit durch. Wie man sieht, sieht man nichts. Genau. Aber wir können jetzt mal zeigen, wie es halt aussieht. Gerade wegen den Kanten, das sind ja nur Schablonen. In der Aufnahme haben wir ja schon mal gesehen, wie das so geklebt ist. Genau. Und jetzt sieht man quasi mal hier so die Kanten. Ich hoffe, du kriegst mal eine Kamera drauf. Ja, leicht sieht man es. Ganz da. Leicht, ja. Mhm. Da sieht man jetzt schon in der Kamera, wie schwer es zu sehen ist, die ja. Kanten auf jeden Fall. Und so ist es halt mit den ganzen Schablonen. Schablonen können natürlich auch umgelegt werden. Das ist halt immer mit Absprache vom Kunden. Wie macht man es? Was will er haben? Und hier haben wir uns darauf geeinigt, dass wir halt komplett auf Kante kleben einfach. Das war ja auch für euch, sage ich mal, auch deutlich einfachere Arbeit, das ja, mit natürlich, Schablonen natürlich. Zu machen. Auf jeden Fall. Du kannst natürlich auch von der Rolle kleben, ein drum und dran. Aber wie gesagt, mit den Schablonen musst du halt nicht am Fahrzeug schneiden. Mhm. Das ist halt das der wesentliche Vorteil. Macht bei so einem Auto schon Sinn. Nicht, dass wir es nicht können, aber... Ja, aber wenn man das sage ich mal, sich so schon ausdrucken kann von der Firma selber, dass das so vorgegeben ist mit den Schablonen. Die sind ja auch echt gut bemessen. Definitiv. Das kannst du mal vorne. Hier vorne ist das halt schon durchgetrocknet. Hier sieht man es halt dann mal, wie es wirklich letztendlich aussieht. Man sieht nichts, ja. Aber nur das halt ein leicht... Also so soll es ja auch sein. Im so soll es sein, genau. So, und selbst die Kanten werden dann halt noch mal weniger, wenn die dann durchgetrocknet sind. Ja. Ja. Und warum muss das so nass gemacht werden? Nass deswegen halt, weil wenn du die Folie jetzt aufkleben würdest, die würde halt sofort kleben. Du hättest halt zu viele Lufteinschlüsse, halt ein drum und dran, du würdest halt sofort kleben, weil wenn die halt getrocknet ist, da hat die so eine brutale Klebkraft. So. Dass man kennt halt, deswegen haben wir halt hier die Kanten von der Folie. Wenn du das mit einer Wrapping-Folie machen würdest, die würde halt in der Waschanlage sofort abgehen. Also nicht sofort, aber die wäre auf jeden Fall, das wäre eine Angriffskante, das würde Wrapping-Folie nicht halten. Und die kannst du auf Kante kleben, die klebt, wie sie klebt. Und deswegen wird das im trockenen Zustand, wird es anlegen und dann hättest du halt 1000 Spuren, Kanten drin und deswegen machst du halt nass. Damit die halt flexibel bleibt, dann ragelt es raus, die trocknet und dann... Das finde ich ja krass, weil eigentlich denkt man ja irgendwie, wenn man da jetzt voll mit Wasser reinsprüht, dass sie gar nicht mehr klebt, weil Wasser... So ja, deswegen hast du, halt, hast du so ein Gemisch. Es ist halt Wasser mit 3 ml Babyshampoo oder Fit, gibt es da verschiedene Arten, was du machst. Das ist quasi einfach nur ein Trennmittel ist fürs Wasser, damit es halt gut flutscht und rutscht. Geil. Geil. Jetzt noch die Glanzsachen und dann warst du es eigentlich genau, schon. Genau, jetzt kommen quasi die ganzen Carbonteile, wird geschützt, das Dach genauso, das hintere Teil und alle Carbonteile werden wir jetzt noch mit. Jawohl. This be space time continuum breaking speech. The clock's tick tock, quit watching, I'm making heat. Get burned, turned, flip like a snitch. When I spit words, quick I spit the vicious shit. Then I dip swerve, driving to a lane less infested with lanes. And I cess burning, fuck who you saying the best. I'm playing chess learned, y'all was playing checkers, Papa Sans and my Passat. I was off the fucking rock and nothing changed cause I'm still on. One, to a fucking million, I'm crazy beyond gum. Most convoluted mind in the world since the dawn of Swan Wong. Conquer the world with wonton soup recipes like much love to the god. Oh, krieg ich auch einen? Nee. Na, das ist eigentlich von Philipp, sein Geburtstagsgeschenk. Also, das ist aber viel für Philipp. Wenn du das ja liegen lässt. Ich wollte die Zigaretten füllen, das macht man nicht. Ich rauche nur noch Alkos eigentlich. Ja, ja. Ich mag Bounty eigentlich nicht, aber. Na. So! Mit Ohr. Ja, macht es romantisch. Ja. Naja, das ist ein special Moment. Der Kunde ist höchstpersönlich da. Ja, das Thema ist. Wir haben jetzt mein Winterauto fertig gemacht. Ach so. Ja. Du hast aber keine Winterreifen, Dominik. Ich war immer grundsätzlich ohne Winterreifen. Ja, Schönen guten Tag. Hi. Unser Sohn. Ja. Bin mal wieder hier. Ja. Ist mal wieder hier. Ich hab mal wieder ein Auto. Diesmal Vorderkamera. Ich hab mal beschlossen mit Peter. Wir haben das leider verpasst gehabt. Also erstmal zur Geschichte. Sohn ist schon ewig lange hier Kunde. 2009, da warst du glaube ich noch nicht gegründet, aber 10 kam ich, wo der Hund über die, oder... Boah, ich glaube seit 10. Nee, 13, seit 13 habe ich angefangen. 13 ist ja die, ich glaube da war ich da, wo der Hund über meine Ferrari gesprungen ist. Nee, wo du das Problem mit den Federn hattest, weil das Ding die ganze Zeit geklappert hatte. Das kam dazu. Das hast du nebenbei noch mit gemacht. Mit einem 458er war das gewesen. Novitec. Da gab es ein paar Federprobleme, da haben wir uns das erste Ferrari-Fahrzeug vorgenommen. Danach kam Doc Pista. Nee, Doc Pista kam später. Ich muss jetzt überlegen, was habe ich denn noch alles dazwischen? Ewig, der Audi, der S8. Der S8. Dann haben wir den S6
R6 gemacht, wo der erste graue mit dem, ach, ja, mit dem 23 ja, und so weiter und so fort. Ja. War schon einiges. Dann hat man mal ein ganz krummes Ding gemacht. Das war damals der LaFerrari. Da war ich gerade in Las Vegas gewesen. Dann habe ich angerufen, das heißt in LaFerrari, wollen wir das Ding ein bisschen umpimpen? Ja, klar. 488 GTB. Den haben wir ja auch komplett. 488 GTB hat man mit Fossen, mit Federn und alles. Und alles so Kram gemacht. Den hat man auch gemacht. Also, so und sammelt Autos. Also quasi Ferrari eigentlich. Ich verkaufe sie auch. Ja. Er verkauft sie auch, klar. Es ist nicht so, dass er Autos nur sammelt, aber bis jetzt eigentlich immer Ferrari. Also es war ja immer das so. Das war gleich eine Frage von mir gewesen. Eigentlich Ferrari-Macker? Ja, deswegen. Plus immer mal so ein normales Auto, eben halt wie jetzt die S-Bombe oder wie auch immer, so im Alltag immer so ein, zwei Dinger. E-Tron. Ja, was eben gerade so. Genau. Und dann halt, in den Tag schickt er mir ein Foto. Weil er mir gesagt hat, der Ferrari war ja weg, oder? Ja. Der Ferrari ist weg. Und den Tag schickt er mir ein Bild von sowas, was ich davon halte. Da bin ich erstmal so ein bisschen stutzig geworden. Ich dachte, Ferrari auf Lambo? Beste Spruch meiner Ferrari-Händlerin. Sören, du musst wissen, ob du auf einen Bullen reiten willst oder auf einem Pferd. Aber du hast jetzt Bock gehabt, mal so ein Ding auszuprobieren. Ich habe einfach mal Bock, so einen 12-Ender nochmal zu nehmen. Die Ära hört ja auf, ne? Das also, hört auf. Es hört vermutlich, denkt man. Es hört auf. Bei den Lambos ist es so, das war ja Vorführer. Also im Werksdienstwagen von Lambo in Bologna. Und den hat, was weiß ich, Genf Messe stand im Prinzip dieses Fahrzeug. Es ist dann rumgereicht worden, natürlich überall zu den Präsentationen. Und da kann natürlich auch mal. Da ist sicherlich, und Lambo hat aber, das wusste ich ja auch nicht gleich, ja, hat mich zwar beschäftigt, aber natürlich nicht intensiv. Fahr da hin und habe natürlich nach jedem Steinschlag gesucht. Sagte Lambo, nee, das ist komplett neu gemacht, alle Carbonteile, Sitze, alles, wir liefern den als Neuwagen aus. Ich sage, oh! Baujahr 19, glaube ich, ist er. Die flackieren quasi das Auto eigentlich fast komplett oder eigentlich komplett einmal neu, bevor das der Kunde kriegt. Aber machen die das mit jedem Gebrauchten oder mal? Nur, wenn es ein Werksdienstwagen ist. Ah, okay. Wenn du jetzt beim Lambo-Händler einen normalen hast, dann nicht. Ich denke mal, bei so einem Aventador SVJ, da sprichst du ja auch nochmal von der Königsmarke von Lambo. Ja. Also ja. Das ist ja noch irgendwo. Roadster. Mehr geht ja gar nicht von dem Auto. Du kennst ja selber, du fährst ja die Autos auch. Die stehen ja jetzt nicht nur rum zum Angucken, sondern fährt ja die Autos auch. Sehr nah auch manchmal. Mal nach Italien rüber mit deinem Kumpel und sowas alles. Ne? Und ganz hageln die da vorne auch. Und ja. Du brauchst, glaube ich, mit dem Ding 2000 Kilometer Straße zu fahren. Da ist vorne schon Feierabend. Ja? Und bei dem Lack, wenn du das Auto irgendwo wieder abgeben willst, hast du halt das Problem, das nachzulackieren. Du lackierst ja die halbe Karre und das kostet utopische Summen dann zum Schluss. Ne? Plus die Carbonteile noch am Ende des Tages. Ja. Der Verkäufer sagt, er lohnt 7000 Euro. Einmal lackieren vorne, die Steinschläge, diese reinfahren, werfen. So, und da war doch klar, ne, was wir da machen. Ja. Deswegen haben wir jetzt gleich die X-Bell draufgeschmissen gehabt. Haben jetzt auch schnell gehandelt eigentlich. Normalerweise. Ja, dann vielen Dank auch, Dominik. Weil Sohn ist ja immer so, der ist ungeduldig. Ja, klar. Der ist ungeduldig. Der will mit der Karre, der will mit der Karre fahren. Hat aber gesagt, ich fahre das Ding keinen Meter, solange wieder nicht wenigstens Schutz drauf. Und das ist, im Winter geht das sehr gut, ja, keinen Meter zu fahren. Aber im Sommer bin ich doch nur unterwegs, wisst ihr selber. Ja, gibt es da nie die Zeit. Selbst wenn es trotzdem juckt, wenn das Wetter gut ist, wirst du trotzdem nicht auf der Straße. Das ist schon angemeldet. Aber das ist natürlich geil, dass wenigstens auch einer mal die Autos richtig bewegt und nicht nur in der Halle irgendwo. Obwohl, ich denke mal, das wird nochmal bei den Lambo ein bisschen umgeholt sein, oder? Vom Ferrari auf den Lambo. Vielleicht ist es auch viel Audi-DNA drin, ne? Ist es eigentlich. Oder? Und da, bist du auch schon mit dem Ding gefahren? Nee, noch kein Meter, ne? Na, hier rein, rückwärts. Und jetzt kann ich wieder raus. Und jetzt wieder auf dem Hänger und so, ne? Nee, gar nicht. Ich habe nie, nicht mal ein Ferrari-Probe gefahren. Dann habe die, weil früher, wo ich angefangen habe, 2009, was weiß ich? Naja, es ist immer schwierig, eine Probezahlfahrt zu organisieren. Ja. Das ist aber bei mir immer das Gleiche. Ne? Ich fahre die Kiste nicht und dann. Ja. Behältst du die nächste Weile? Ja, ich hoffe. Also doch. Eigentlich geplant, ja. Wenn aber ein gutes Angebot kommt, geht alles. Alles das, ist sehr ich bin käuflich. Ja. Du bin ich auch. Also. Ja. Ich denke, das ist jetzt kein Sammlerobjekt und mit einer riesen Wertsteigerung ist auch nicht zu rechnen. Aber Fahrspaß. Und nicht viel verbrennen. Das ist mein Wunsch. Ich bin da mal wirklich gespannt, was du dann zum Schluss sagst. Was besser fährt. Was besser fährt. Wie du deinen Eindruck gemacht hast, was besser fährt. Ohne jetzt Ferrari unter Verruf zu holen. Nee. Aber ich bin da wirklich. Da kennst du mich doch. Da bin ich mal echt auf deine ehrliche Meinung gespannt, was du sagst. Ist das was oder ist das jetzt nichts zum Vergleich zum Ferrari oder auch nicht?
Gut, mit meinem Pista bin ich, habe ich ja schon die Endstufe, was Sportlichkeit macht. Ja. Aber darum jetzt ja nicht. Es geht einfach um nochmal so eine andere Marke nochmal zu gucken. Fahrgefühl, jeder hat so seine Vorteile und auch sicherlich Nachteile, aber da mache ich mir jetzt ja keine Gedanken. Ja, ich bin auch gespannt. Also Dominik, ich freue mich sehr, dass du mich so schnell hier reingeschoben hast. Auto ist jetzt seit einer Woche knapp hier. Wir haben jetzt in dem Fall die XP-Folie drauf gemacht. Wir haben es im Video schon gezeigt. Mit Schablonen. Folie ist eigentlich selbst regeneriert, klar. Wenn jetzt natürlich da so ein Ding angeschossen kommt wie eine Kanone, kennen wir ja vom Biester, der hat es auch mal durchgefeuert. Ja. Aber ich denke mal so, das Gröbste ist jetzt erstmal alles geschützt bei dem Auto. Na, bei Biester war ja sogar die Frontscheibe Schrott. Oh. Ja, das hast du auch nicht geschafft. Die Scheiben sind immer so ein Thema. Ja. Die nagelst du immer. Das ist ja wie Sandstrahlen. Wenn du da durch die Alpen fährst und du fährst ja dann wirklich doch sehr nah. Und du bist nicht immer der Erste, ja? Also du bist nicht immer der Erste. Wenn du der Erste bist, das Problem, ja. Und die ziehen ja sämtlichen Schmutz aus den Rillen hoch und dann fährst du da durch. Aber gut, die Scheibe ist einfach, also nicht einfach, das ist auch unbezahlbar, aber. Der Lack ist entscheidend. Ja. Eine Scheibe machst du ohne Versicherung. Ja. Ein Lack natürlich nicht. Wenn die Scheibe kaputt ist. Wenn sie kaputt ist. Wenn du jetzt nicht wüsstest, du hast jetzt eine Folie drauf, wirst du es gar nicht. Nee. Also du wirst es jetzt nicht wissen, das was drauf ist. Weil der Lack, Matt ist immer noch mal deiner. Ja. Wenn du jetzt natürlich so hinguckst, siehst du natürlich hier die leichte Kante, wo die Folie aufgelegt ist. Aber musst schon wirklich genau. Aber da musst du schon wirklich genau hingucken. Es wird wieder so sein. Oh, hast du einen Folier? Ich sage ja, der war Tschitschiringgrün. Aber es fässt sich auch keiner an, hat man das letzte Mal schon mitbekommen. Der glatter geworden ist, ja wirklich. Dass es glatter ist beim Waschen. Beim Waschen. Gruß geht raus an Martin. Der war heute schon da gewesen, der hat schon nochmal hier einen Scheibenversiegel. Der Dienstag zu mir kommen, So war das glücklich, der hat jetzt erstmal ein bisschen Steinstockschutz, mal sehen, wie lange. Dann muss man sie auch unbedingt mal besuchen kommen. Naja, könnt ihr echt mal machen. Wir machen es mal. Jetzt, wo die Garage leer ist. Da haben wir ein bisschen Platz dafür. Der Tag war ich ja bei Sonntrim gewesen, da war die Garage noch voll gewesen, da habe ich gesagt, die ganze Zeit los. Das war, wir wollten eigentlich rüber, wo du Corona hattest. Ach so. Ja. Also du bist dran schuld. Mist. Du bist dran schuld. Ja. So, und dann kam plötzlich eine Anfrage nach der anderen, das ist wie verhext. Bis Weihnachten war Ruhe und dann geht's los, die Autos raus. Dann weißt du, wie es ist, ja? Ach, naja, wunderbar, da freust du dich genau 3 Tage und dann, was machst du denn jetzt? Volles Ding. Dann kam ich auf das Ding wieder. Genau der gleiche Scheiß, dann wie bei uns. Dann machst du 4 Tage lang, tauchst du in die Lambo-Geschichte ein, in die Technologie, in die Abkürzungen. Und dann sagt man einfach mal. Und dann setzt du dir ein Limit, ziemlich weit unten und sagst, nee, das ist doch jetzt nur von Sommer bis zum Spaß. Und dann gehst du es immer weiter höher und dann siehst du die PS-Zahlen, wie die dann von 700, 720, 750 und dann denkst du dir, es gibt doch welche mit 77. Naja, wie fährt der jetzt hier? 77. Hast du mal was zur Folie zu sagen? Hat es Spaß gemacht? Nee. Ich muss sagen, mein Sonntag ist ja klar Spaß gemacht. Demel, dafür, deine nette Begleiterin. Wir kennen ja mal Dominik, aber die Leute hinter der Kulisse. Ich habe mir mal erlaubt, Dominik. Ui. Was? Für David und seine Kollegin eine Lamborghini-Kiste. Bisschen Champagner. Aha. Ein Lambo-Gläser. Tare Gläser. Mich drin ist eigentlich nur das Schwarze hier drin. Das sind Haare. Die sind für dich. Das sind Haare. Das sind die ausgefallen zu meinem Auto, ja. Trink eine Ruhe. Vielen Dank. Ja. Ist doch okay, oder? Wenn ich das mal dein Team geben kann. Na, ich muss das jetzt gleich Dominik geben, wenn die Kamera aus ist. Ja. Genau, wenn die Kamera aus ist, wirst du sehen, dann nehme ich das jetzt und nachher steht es bei eBay drin. Pass auf, die machen gute Arbeit. Nein, alles ich kann gut. Kommen, wenn ich will und das passt schon. Darum nee, bin ich. Es gibt ja wenige Leute, die immer hier, wenn die reinkommen, gleich durch die Tür laufen können. Ja. So, da geht schon mal automatisch zum Kaffeeautomaten. Ja, wir haben eben eine lange Geschichte. Das ist wirklich schon eine ganze Weile. Das ist halt so. Schon einige Autos gemacht. Es kommt jetzt auch noch ein bisschen was. Ne? S-Klasse machen wir noch ein bisschen was. S-Klasse machen wir noch. Wird fett. Ich wollte jetzt sagen, wir fahren das Ding raus, porn das Ding nochmal ab. Dann können wir nochmal die Liftmodus rausnehmen, dass er noch ein bisschen tiefer steht. Ja. Und dann fahren wir das Ding zusammen auf den Hänger drauf. Nicht, dass wir dann den Scheinsturz gleich wieder neu machen. Drehzahn, das war noch eine Runde. Hä? Drehzahn, anhängen. Nee, ich bin ja auch nicht so verrückt. So, los, raus die Kiste.
We'll be right back.